Diese kleine Maschine wird dir helfen zu fliegen. Wenn du den Sprungknopf drückst, während du in der Luft bist, kannst du schweben. Benutze es aus dem Item-Bildschirm, um es auszurüsten. Die Minute, in der ich hier nach unten geschickt wurde, dachte ich, dass alles vorbei wäre. Und doch hat es mir ermöglicht, dich noch ein einziges Mal zu treffen. Es sieht aber aus, als wäre mein Glück hier zu Ende. Ich bete für deinen Sieg. Und Professor Booster ist auch tot. Erst Toroko und King, jetzt Professor Booster. Und ja, es ist sehr traurig. Ich zeige euch einmal den Booster. Ja? Ja, ich möchte ihn ausrüsten. So, nein, ich möchte ihn nicht wegmachen. So, jetzt bin ich in der Luft und kann den Booster benutzen. Und weil es halt nur Version 0.8 ist, ist er nicht so besonders gut. Ich will einmal probieren, ob ich hier rüberspringen kann. Ich bezweifle es, ja? Mhm, okay, das sieht knapp aus. Ich versuch's nochmal. Denn ich werde jetzt sowieso den Spielstand laden. Ich will nicht, dass Professor Booster stirbt. Okay, ich komme da wirklich nicht rüber. Was soll's. Okay, dann gehe ich noch einmal eben auf Quit. Und ihr seht noch einmal den Hintergrund. Vielleicht könnt ihr jetzt erraten, was er ist. Moment. Nein, das war falsch. So. Studio Pixel Presents. Und da ist der Doktor. Und er findet die Krone. Egal. Was dieses mit diesem Bildschirm auf sich hat, wird sich später noch klären. Und wir sind wieder hier. Und Professor Booster ist gerade nach unten gefallen. Und wir sprechen ihn nicht an. Und aber natürlich, wir fallen wieder runter. Okay, Leute, sorry. Ich muss nochmal beenden und nochmal von vorne starten. Denn ich will Professor Booster hier nicht ansprechen. Wenn ich ihn jetzt anspreche und mir den Booster 0.8 hole, kann ich das beste Ende nicht mehr freischalten. Und ich will das beste Ende freischalten. Also, rüber, spring! Ey, du blödes Mistvieh. So, nochmal. Ja, quit. Neustart. Es gibt leider keine Funktion, um irgendwie schnell ins Hauptmenü zu kommen. Deshalb muss ich es neu starten, aber das geht ja auch schnell. So. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich darf nicht zu hoch springen. Oder? So. Nein. Sorry, Leute. Ich versuche es weiterhin. Ja, quit bitte. Und noch einmal. Studio Pixel Presents. Ja, langsam wird es langweilig. So, mach hin. Okay, kann mir irgendwas helfen, darüber zu kommen, wenn ich irgendwie von unten springe? Nein, ich glaube nicht, oder? Wenn ich jetzt hier runtergehe und von da springe? Nein, damit komme ich gerade so hier wieder hoch. Ich bezweifle, dass ich dann drüber komme. Okay, noch einmal. So, da, ah, fast. Okay, das könnte noch ein wenig dauern, Leute. Tut mir leid. Es ist eine schwere Sprungpassage. Sprungpassage. Genau, eine Sprungpassage. So. Ich möchte auch gerne da oben das Heilding ran, aber da komme ich auch nicht hin. Das ist zu weit. Ihr seid gemein. So, jawohl, geschafft. Wunderbar, wunderbar. Und hier ist der Felsen. Und das Curly. Wie hat sie uns überholt? Es ist ein massiver, schwerer Felsen. Von hinter ihm kannst du eine Brise spüren auf deinem Gesicht. Sieht aus, als würde man mindestens zwei Menschen brauchen, um ihn zu bewegen. Und da hängen irgendwelche komischen Sachen dran. Egal, sprechen wir mal mit Curly. Aha, ich habe mich schon gefragt, wann du hier auftauchen würdest. Wenn wir nur diesen riesigen Felsen aus dem Weg kriegen würden, dann könnten wir zum Ausgang. Es gibt ein Gerücht, dass ein Monster dort sein Nest hat, direkt hinter dem Felsen. Also solltest du besser bereit dafür sein. Na toll, wir konnten es nicht heilen und dahinter ist direkt ein Monster. Großartig. Aber egal. Lass uns dieses Ding aus dem Weg kriegen. Du hältst diese Seite. Die? Hm? Ah, okay. Bist du bereit? Schieb! Ah! Und sie schwitzen, obwohl sie Roboter sind. Ja. Und sie können den Felsen nicht bewegen. Es hat sich kein bisschen bewegt. Ich bin nicht sicher, ob wir beide stark genug sind. Hussa! Da kommt Balrog! Ein weiteres Mal! Du! Ihr seid am Leben, wie ich sehe. Nicht nur das, ihr versucht aus dem Labyrinth herauszukommen. Solltet ihr nicht gedeckt bleiben wie gute kleine Roboter? Ihr könnt euch nicht gegen meinen Meister behaupten. Nicht mehr als ich, wisst ihr? Also gut. Ich werde dem ein Ende bereiten. Ich hoffe, ja, das Übersetzen fällt mir gerade wieder schwer.
Ich hoffe, es macht euch nichts aus, Schrottmetall zu sein. Ah, genau, nachdem wir derjenige, nach dem wir gesucht haben. Du fährst in der Mitte an, okay? Und die Musik hört auf. Und Bayrock hilft uns, ja! Er ist halt eigentlich im Herzen doch gut. Und er muss halt nur die Befehle seines Meisters befolgen, weil er die Krone hat. Aber dazu später mehr. Fertig? Eins, zwei. Ah, okay, er war doch eigentlich nur naiv. Hört ihr mir überhaupt zu? Ah, nein, was? Ah, nein, lass mich in Ruhe, Bayrock. Friss mein Schwert. Na, wow, 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 er hat Raketen. Du bist böse geworden, du bist viel zu stark. Lass mich in Ruhe. Nein. Okay, aber er macht uns keinen Schaden, wenn wir ihn nur berühren. Das ist immerhin etwas. So. Du, da, na, na, lass mich in Ruhe, lass mich los, lass mich los, lass mich los, lass mich los. Aber er macht uns damit keinen Schaden, er wirft uns nur Level down. Na toll. 4 Lebenspunkte. Hab ich Raketen? Nein, hab ich nicht. Feuer. Friss Feuer, friss Feuer, friss Feuer. Lass mich... Ich bin tot. Nein, jetzt muss ich den Sprung nochmal machen. Nein. Ich hätte vergessen, dass ich Bayrock hier bekämpfen muss. Okay. Ah, ich muss jetzt nochmal springen. Ah, ich schaff's natürlich nicht. Ich muss jetzt nochmal springen und mir die Zwischensequenz noch einmal reinziehen. Und ja, jetzt sieht man, aus welchem Spiel der Hintergrund war. Ich habe zwei Hintergründe, beide aus dem gleichen Spiel. Und ja. Das Spiel gibt's übrigens, also hier Beneath a Steel Sky, gibt es kostenlos auf goodoldgames.com. Das ist ein Adventure und ja, falls ihr mal irgendwann euch denkt, ja, was, mir ist so langweilig, was soll ich denn tun, und ihr Cave Story schon durchgezockt habt, dann könntet ihr euch einfach mal Beneath a Steel Sky angucken. Das ist ein Point-and-Click-Adventure und ja, eigentlich recht spannend, wenn man denn weiterkommt. Ich bin erst ganz am Anfang hängen geblieben und dann irgendwann später habe ich es nochmal ausprobiert und ich habe den Sprung schon wieder nicht geschafft. Und dann bin ich weitergekommen. Ja, und ist eigentlich ein cooles Spiel. Ist halt, hat halt die Schwächen, die Adventures teilweise haben. Man muss Dinge in einer gewissen Reihenfolge machen und teilweise sind die Rätsel dann halt, du sammelst Objekte und ja, denkst dir dann, ja, was soll ich denn jetzt mit dem Objekt? Das bringt doch gar nichts. Und irgendwann später kannst du das Objekt erst gebrauchen. Und ja, typisch für Adventures halt, aber was soll's. Bla bla, ich will den Sprung schaffen. Ich will weiter mit Cave Story machen und euch nichts über Beneath a Steel Sky erzählen. Vielleicht mache ich irgendwann davon ein Video von Beneath a Steel Sky. Aber jetzt will ich Cave Story machen, Mann! Lass mich doch den blöden Sprung schaffen. Das ist halt ein Sprung, der eigentlich dafür gedacht ist, ihn mit dem Booster zu schaffen. Weil, Professor Booster, man kriegt den Booster und mit dem Booster ist es auch kein Problem. Aber... es ist halt so gemacht, dass er auch machbar ist mit einem normalen Sprung, wenn man sich denn nicht so blöd anstellt wie ich hier, ne? Vielleicht schneide ich das raus. Es ist ja eigentlich nur nervig. Ihr seht jedes Mal das Gleiche. Ich starte das Spiel neu und versuche wieder zu springen und versage. Ich versage euch. So. Konzentration. Genau, hören wir nochmal die coole Musik. Tanzen ein bisschen. Dumm, 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 dumm. Also es ist der coole Tanz, es ist kein richtiger Tanz, es ist nur so Leute, die an der Bar stehen und dann so ein bisschen mit dem Kopf nicken. Egal, gehen wir weiter. Er holt tief Luft. Guck nach oben, guck nach vorne, nach oben, nach vorne. Er tanzt wieder, ja. Und er holt Luft, nimmt Anlauf und springen. Ah, knapp, verdammt. Okay, nochmal. Quit, jawoll, bitte quitten. Und... Studio Pixel präsentiert. Ah, Pixel, du bist ein Arschloch. Du baust so einen bösen Sprung hier ein. Und Sprung! Däh! Nein! Nicht schon wieder! Es ist unglaublich. Ja. Was kann ich denn in der Zwischenzeit noch erzählen? Mir fällt nicht wirklich was ein. Ich könnte euch erzählen, was ich privat noch spiele. Was ich nicht aufnehme beim Spielen, weil... ich spiele auch so privat. Ich nehme ja nur an Wochenenden auf, aber abends gönne ich mir dann doch gerne auch mal ein Spiel. Und da muss nicht immer hier die Kamera dabei sein und ich muss nicht immer kommentieren dazu. Und ja, ich spiele zwei Spiele momentan. Einmal The Legend of Zelda, also das Original. Und ja, es läuft eigentlich ganz gut. Ich habe mittlerweile schon das beste Schwert und die blaue Rüstung und eigentlich alle Herzen, die man auf der Oberwelt finden kann. Und bin jetzt im 6. Dungeon, beziehungsweise habe den... gerade eben eigentlich fertig gemacht. Und ja, bis zum 5. Dungeon inklusive hatte ich eigentlich kaum Probleme. Und jetzt der 6. Dungeon, der war ein wenig blöd wegen den blauen Magiern, aber ich habe ihn jetzt doch endlich geschafft.
Ich habe zwar dafür einen kompletten roten Heiltrank aufgebraucht, aber was soll's. Ich bin immerhin durch und habe das Triforce-Stück gefunden, also alles ist gut. Und springen. Oh, nee. Egal. Und ja, ich werde The Legend of Zelda einmal normal durchspielen. Halt das normale Spiel, das man so kennt, wenn man es startet. Und danach gibt es ja noch die Extra-Quest. Und die Extra-Quest habe ich noch nie durchgespielt, das originale Spiel schon mal. Und ja, ich habe mir gedacht, wäre ziemlich cool, wenn ich mal die Extra-Quest versuchen würde. Ey, ich hätte den Sprung geschafft, yeah! Und ja, deswegen werde ich dann mal die Extra-Quest versuchen.